New Horizons. Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Ja, und wir wollen jetzt noch ein bisschen erkunden gleich hier und mal schauen, was wir jetzt noch alles entdecken. Wir werden jetzt zunächst einmal das Lager verlassen. Ansonsten haben wir hier soweit alles eingestellt, was einzustellen ist, hoffe ich, nichts zu vergessen. Und ja, jetzt heißt es hier nochmal ein bisschen den, nennen wir es jetzt mal Dungeon-Bereich, aufzudecken. Das Problem ist, dass ich einen Orientierungssinn habe wie ein Goldfisch. Ne? Das ist einfach so. Ich muss gucken, dass ich jetzt wieder alles irgendwie so weit finde, wo ich gewesen bin und so weiter. Und dann schauen wir mal. Also ein bisschen rumlatschen ist jetzt hier schon definitiv. Schauen wir mal. Oh, da ist die Spinne hingegangen. Ah ja, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Definitiv noch nicht. Das wollen wir noch jetzt machen und mal gucken, ob wir diesem armen Goblin da oben helfen können oder ihn töten müssen. Mal schauen. I should speak up. Praise his ever bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubiet. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as gormless as the rest of them. Betet zu wem ihr wollt, es ist eine freie Welt. Oh, that's rich. A free world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. Cause I'm loyal to Maglubiet. Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Ihr meint vermutlich die Absolute. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Zwergantwort, ich lasse mir gern von einem Goblin den Bart flechten. I hope they throttle you with your beard. Now piss off! Wahrnehmung war erfolgreich. Kann ich ihn irgendwie rausholen aus seiner misslichen Lage, frage ich mich hier. Ich meine, das ist die Käfigtür. Die müsste man entschärfen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich den Kerl da raushole? Das wäre doch eigentlich ziemlich, ziemlich witzig. Auf irgendeine Art und Weise fände ich es ziemlich witzig. Okay, komm mal. Wir wollen ja den Leuten helfen. Und er ist nicht auf Seiten dieser Absoluten. Dann komm mal her. Schattenherz. Entschärf mal. Hoffentlich klappt's. Das sieht nicht gut aus. Wow, das war close. Das war close. Okay. Der gilt als. Muss ich Schloss knacken machen, okay? A lock. How tempting. Easy peasy. Absolute's love gotten. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways.
Schattenherz ist davon inspiriert, wie cool. Muss der jetzt kämpfen? Ja, gegen die Spinne. Das geht uns nichts an. Wollen wir uns das angucken? Oh mein Gott. Ich sag jetzt gar nichts, warte mal, ich muss nur meine Überwachung einstellen. Da will der Mancake helfen und vergisst, dass da nur eine Spinne ist. Warte mal, ich muss meine Kamerabild erstmal verschieben. Ich hab da echt nicht mehr dran gedacht, gell? Jetzt ist der einfach gepresst worden. Das ist wirklich eine große Reise. Oh Mann, sorry, Mann. Da war übrigens, da ist eine Spinne übrigens, ne? Für dich zur Info. Oh mein Gott, ey. Wie geil, das sind ja nochmal ein paar Goblins. Ja, komm, die crushen wir jetzt einfach. Moinsen. So. Wie hast du den gerade gesehen? Warte mal. Ja, die Ratten sehen mich, ne? Gibt es hier irgendeinen Winkel, wo die mich nicht sehen? Die Goblins da drüben. Ja, eigentlich sogar. Ist es richtig beurteile? Hier. Ach ja. Wunderbar. Ups, einfach mal weggeschossen. So, wunderbar. Daneben. Ja, freie Auswahl jetzt. Na komm. Still breathing, despite everything. Hey, komm schon. Are watching me. Nein, tun sie nicht. Ach ja, Gail, was machen wir mit dir dann? Onward. Ja, wir machen jetzt so ein paar Zaubertricks, ne? Wow. Ja, das hast jetzt aber richtig zugelangt, mein Lieber. Tschüss. Daneben. Easy. Hey, sogar getroffen. Ja, jetzt ist egal. Schattenherz. Schattenherzchen, was ist los mit dir? Mein Lieber. Flumps. Weg ist es. So, apropos weg ist es. Ja, jetzt ist nämlich die Aktion, die göttliche Macht. Fokussiere nämlich weg. Und bei einer kurzen Rast ist die erst wieder aufgeladen. Kann ich nicht jederzeit einsetzen. Schon sind wir zu schwer, ne?
Wir müssen echt jetzt mal im nächsten Lager aufsuchen oder so. And these things have stayed interesting. We need to find a way forward. Na, jetzt hast du hier ein Fresschen, ne? So, da waren wir. Da unten ging es aber nicht mehr zu den Spinnen weiter. Ich überlege gerade, wo wir lang mussten. Ich gehe mal nochmal da lang. So bitter. Hätte ich die Spinne irgendwie schlafen schicken müssen oder so irgendwas wahrscheinlich. Dann hätte es vielleicht geklappt. Mit dem Käfig. Da ging es nur zum Walkzwinger. Da gehen wir mal als nächstes hin. Ist halt gerade nicht so spannend, kann nicht viel moderieren, ne? Na, da war nur der Schrein, genau. Der blutige welche. Da war der Typ, den wir befreit haben. Da sind wir reingekommen zu dem Kampf. Da geht's wieder raus. Genau, das ist Quartier von der Priesterin. Da ist der Kerker. Da ist Polma. Da ist dieses großartige Geheimnis. Und dann geht es ja wohl erstmal da lang. Ah, den andere, die kleine Höhle, wo diese Spinneneier waren, die suche ich noch. Mal gucken, ob ich die finden werde. So, gehen wir mal kurz in das Tiefenreich hinunter. Habe ich ja beim letzten Mal ausgelassen. Ist wirklich tief. Ohne Sicherung, da die Leiter runter. Ja, nicht abrutschen, würde ich sagen. Weder so ein Sparren ist dann mal so ein bisschen morsch, ne? Moon and stars will still be there, waiting for us. Ja. Meanwhile, this place is pretty spectacular, isn't it? Book or painting could ever do its strange beauty justice. But perhaps our stories might, when we return to the surface. Weiter geht's. Hier ist eine Truhe drin. Könnten wir über Schlossklappen erstmal machen. Okay, hier ist eine irgendeine Sicherung angebracht. What's next? Haben wir dafür vielleicht einen Schlüssel? Progress. Nein. I'm ready. Whatever it takes. Let's get this thing open. Ich ziehe die ganze Zeit die anderen Handschuhe nicht an. Das ist natürlich kritisch.
Okay. Oder auch nicht. Let's get going. Ah, so viel Blunder. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Ach, ärgere mich doch nicht so spielen. There's no time to waste. Let's get this lock to yield. Sie macht es so tiefenentspannt mit all ihren Fähigkeiten. Das ist einfach funny. Es ist verschlossen? Nein, ist es nicht wirklich. Helm des Niederstreckens. Wow. Wow. Stärken des Niederstreckens. Wenn du mit einem Niederstreckenzauber einen Zustand bewirkst, erhältst du temporäre Trefferpunkte in Höhe deines Charisma-Modifikators und Rettungswürfe auf die Konstitution werden um 1 erhöht. Huh. Aber mit einem Niederstreckenzauber. Und das ist hier Niederstrecken. Ja, danke, Spiel. Ja, wäre nicht schlecht gewesen, wäre ich da doch runtergegangen, hätte den Helm schon gehabt. Aufheben. Bitte. Also wieder so eine Truhe, die dann auf euren Charakter wahrscheinlich irgendeinen coolen Gegenstand mitbringt. Das ist ja in dem Spiel, zumindest habe ich das beobachtet, immer wieder der Fall. Jetzt müssen wir nur noch finden. Hier ist er. So, wunderbar. Ja, geil. Ja, geil, Omar, das hat was, das kann was. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir. Ja, ja. Hm, doch. Ist ein bisschen merkwürdig, dieser Helm, aber auch... Oh. Ist irgendwas, du hast recht. Eine Steinmauer ist dort. Die man einfach so öffnen kann. Ein kleiner Nebenraum. Es ist noch mehr. Meine Damen, meine Herren. Wie aufregend. Guck mal, Fallenschärferwerkzeug. Du hast doch erst vor kurzem was. Ne? Oh, zwei normale Heiltränke. Du verbrauchst mir immer irgendwie so viel. Und ein Trank der Unsichtbarkeit. Du bekommst nur einen, falls alles schief geht. Und ein Elixier der Feuerresistenz bekomme ich. Sehr schön. Ups, haben wir schon gehabt, die Truhe. Da haben wir noch ein Holzfass. Eine opulente Truhe, die kann man aber auch entschärfen. Inventar. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das richtig hinkriege. Fingerfertigkeit plus 1. Bitte mal kurz umziehen. Ich will nicht, dass mir das um die Ohren fliegt hier. Entschärfen. Mit einer saftigen 20, ne? Drei, vier, genau. Nummer 1 sind 5, Nummer 2 sind 17, Nummer 2 sind 19 und ich konnte es nicht verkacken. Wunderbar. Zack. Entschärft. Ja, das ist ordentlich hier. Nochmal eine 15. Möchte das Spiel. Easy, easy. Gar kein Problem. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn halt? Inventar. Und wieder die Handschuhe des Bogenschießens bitte an. Oh. Die was eine leuchtende Rüstung. Das ist eine mittlere Rüstung mit 15. Strahlende Schockwelle. Wenn der Träger gleisenden Schaden bewirkt, verursacht er eine gleisende Schockwelle. Eine Leuchtkugel.
Was hast du denn an? Du hast jetzt eine Fellrüstung mit plus 2. Die ist echt nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Aber ich weiß halt nicht, ob ich wie ein Glühwürmchen durch die Gegend laufen möchte. Den positiven Effekt, den sehe ich noch nicht so im Vergleich zu der höheren Rüstungsklasse, weil die höhere Rüstungsklasse schützt mich halt einfach effektiv vor Schaden. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall schon mal da runter zu gehen. Aber dazu sollte man schon mindestens Stufe 5 sein, soweit meine ich mich zu erinnern. Sei es drum, wir erkunden hier nochmal ein bisschen weiter. Oh nein, ein Minotaurus, Stufe 4, der schon geschwächt ist, greift uns an. Dieses Reich jetzt sehen, aber wie gesagt, Stufe 5 sollte man hier sein. Das ist die Information, die mir vorliegt, deswegen mache ich diesbezüglich erstmal nichts. Gehe ja noch nicht weiter. Ja, das ist die Verteidigung hier. Und hier war ein Schlüssel, ja klar. Der erzählt was von der Verteidigung und ja. Die nicht so erfolgreich ist, wie man gesehen hat. Ja, ist recht groß hier, das Tiefenreich, vermute ich mal. Können wir viele Abenteuer erleben. Aber das müssen wir uns wirklich für die Stufe 5 aufheben. Hauptsache, wir waren mal da oben rumgestanden. Gut. Könnte man alles auch knacken hier, wenn man das möchte. Ja, wird echt Zeit, das war. Einmal Waren verkaufen. Alter Siegelkreis ist hier. Hier sind Logbücher. Immer noch hier so rumstehen. Da ist Nummer 1. Ja. Gut, sonst ist hier auch nichts mehr Großes. Ein Haltrank hätten wir hier nochmal. Du hast jetzt 8 mittlerweile gesammelt, ne? Dann kriegt sie den mal jetzt hier. Mhm. Gut. Wunderbar. Wieso fehlen dem Zwerg 5 Trefferpunkte? Stand ich zu nah an dem Kampfgeschehen dran? Das ist durchaus denkbar, ne? Jetzt geht's uns wieder prima. Da haben wir soweit alles gemacht. Das war nur, ja.
schon. Zack, geht's weiter. Gut, dann haben wir das Tiefenreich auch. In der To-Do-Liste, jetzt will ich nur noch die Spinnenhöhle finden und Dingens, zu einer gewissen Scheune will ich noch. Und dann geht's ins Lager. Viel Lauferei heute. Ist leider so. Wenn ich mich jetzt nur erinnern würde, wo das war. Hier zu. Tür zum zerstörten Heiligtum. Das sieht ja aus, als könnte man da irgendwie, also nach rechts von da aus, wo wir jetzt stehen, hier irgendwo. Felsen, da geht's nicht lang. Nee. Da geht's nicht lang. Den Schrein, den haben wir auch schon geplündert. Okay. Die haben sich gerade nochmal extra für uns in die richtige Position gedreht, ne? Damit das alles schön aussieht. Falsche Richtung kann das sein? Ja. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Hier wollte ich hin. Oh je. Wegfindung von der KI besser als die von Bencake. Das soll was heißen, hä? Oh, da geht's um die Seelenmünzen. Schade, keine coole Erkenntnis draus gefunden. Erhascht. Dass ich jetzt auch noch ein Bücherregal finden muss, ist der komplette Albtraum. Für euch. Okay. Was übersehe ich, Mann? Da hinten die Ecke vielleicht. Da ging es auch irgendwo noch hin. Jetzt gehen wir erstmal nach rechts. Ja, das war das, okay. Rüber gehüpft. Ach, guck mal. Da ist ein Gang, okay. In dem war ich bis jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir mal, wo uns der hinführt. Goblin-Lager, definitiv. No time to dally.
What are you hiding? Schon wieder die falschen Handschuhe an. Okay. Ein leuchtender Schild. Liebender Schutz, einmal pro kurzer Rast. Wenn du weniger als 50% Trefferpunkte hast und Schaden erleidest, erhältst du 8 temporäre Trefferpunkte. Es wird ihn überladen. Okay. Karnach, nimm mal einen Heiltrank. Was haben wir? Trank des glorreichen Sprungs. Verdreifachung der Sprungreichweite. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wer das bekommt. Ja, ich bin überladen. Ist okay, Spiel. Wow, sieht genau aus wie das andere. Ist auf jeden Fall besser als ein doofes Stachelschild. Falle gefunden. Ach ja. Wow. Blitzresistenz Rindenhaut. So, hier in dem Lager sind jetzt alle Goblins feindlich. Die wurden jetzt vor uns gewarnt. Punkt aus, fertig. Die hier sind betrunken. Wir machen es anders. Sonst kommen wir gar nicht mehr vorwärts. Map. Ja, eins wollte ich auch noch vorher machen. Beinahe hätte ich es richtig gemacht. Wurden die auch gewarnt? Fragezeichen. Haben wir gleich einen Riesenkampf? Nein, die haben keine Informationen bekommen, okay? Das wollen wir noch machen. Egal, ob ich dann auch die Leute mich nicht so mögen. Mal schauen, wie es gleich läuft.
hear another muffled cry. The two inside are still in the throes of passion. What the hell are you doing? Verzeihung, ich wollte nicht stören. Wind. Smash. Oh, smash you. Okay, jetzt wisst ihr, was in dieser Scheune los ist, ne? Ihr habt's jetzt gesehen. Upsi. Die Dame, es tut mir leid. Das ist eine zerfleischte Leiche. Oh, wow, wow, wow. Boot hier. Okay. Boot hier, du wirst gesehen, Schattenherzchen, ne? Schattenherzelein, komm, rück mal darüber. Und dann machen wir das hier. Dann latsch mal dahin. 91%, 84% gegen den. Und dann machen wir jetzt einfach mal. Wir schmieren die ganze Kiste noch ein bisschen. Wunderbar. On my way. Ab da. Alright, Karlak. It's go time. So ist gut. No choice but to keep going. So, was wollen wir denn als nächstes? Sorry. Tut mir leid, sorry. Dass ich da einfach so reingeplatzt bin. Ihr habt angegriffen, okay? Fallen die arme Dame. Das ist ja jetzt aber auch wirklich ärgerlich. Was soll man denn dazu sagen? Heading there. I have a lot on my mind, and, well, in it.
Ups. Ach, der Schlüssel. Naja. Dieses Inventar sortieren. Ich bin so froh, wenn ich das Zeug los bin, ehrlich. Ich krieg da echt Kopfweh von auf Dauer. Das ist alles andere als schön. Jetzt habe ich hier richtig schön geschmiert für die, aber irgendwie sind jetzt abgelebt. Versehentlich. Ja, aber es sind halt einfach EP, ne? Weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte, das friedlich zu lösen. Aber man muss es ja gesehen haben, ne? So, jetzt gehen wir mal nochmal zu ihr. Du hast sogar nicht mal was dabei. Und du? Tatsächlich nur so ein Morgensternchen. Da nehmen wir diese ganzen Wurfspeere. Jade, das ist alles kalt was wert, ne? Ja. Nochmal ein Schrank. Ja. Wir werden das halt einfach brauchen im Laufe des Spiels. Am Lager senden, denke ich. Also wenn man irgendwelche ganz coolen Gegenstände haben möchte, dann ist es wichtig. Gut. Wenn wir jetzt irgendwo eine Spinnhöhle übersehen haben mit epischen Gegenständen, dann ist es halt jetzt so. So, gut, dann haben wir das auch gemacht. Hihi. Und da geht's jetzt hin. Dann bin ich. Machen wir das jetzt mit den Flüchtlingen. Wie viel habe ich jetzt schon drauf? Eine Dreiviertelstunde, okay. Aber immerhin, wir hatten einen Kampf. Ah, das Fett ist schon. Also das Fett ist schon stark, ne? Also das muss man schon sagen. Die Fähigkeit da von Gale, also die, ja. Kann was. Wir gehen jetzt erstmal wieder zum Schmied. Vielleicht hat er was Neues, weiß ich nicht. Aber wir können auch bei dem anderen vorbeigucken. Bei dem Halbling. Ja, ich weiß, warum die Gruppe so langsam läuft. Ich dachte, er läuft extra vorsichtig wegen dem Fett. Oh, da hat sich was verändert. Aha. Oh Mann, ich will doch einen Händler haben. Nein. Ihr macht euch ja schon alle gehbereit, ne? Ja. A scout just reported. The Goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Noch mehr Zeug, bitte. Danke. It's not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Corker. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Wir sehen uns dort. Wir haben einen Flickensack bekommen. Wir haben einen Flickensack bekommen. Da. Vapiras Krone, krönender Ruhm. Der Träger hält 1-6 Trefferpunkte zurück, wenn er jemand anderen heilt. Sie haben mir einen großen Knüppel gegeben.
Ein Blutstein. Ein Heiltrank, einen weiteren, okay. Und nochmal Gold. Ja. So, was machst du hier nochmal? Rettungswürfe auf Geschicklichkeit. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber sie hat zumindest mal die Möglichkeit, heilendes Wort zu sprechen. Weil ich finde halt den für mich halt zu gut, dass ich den jetzt nicht mehr nehmen würde. Und zudem will ich diese Krone nicht aufziehen. Na komm, sie ist ja eh eine halbe Elfe, also von daher... Der Händler steht noch an der richtigen Stelle. Das ist schon mal ganz gut. Aber das ist kein Diebstahl. Schaut mal hier. Okay, da kriegt man dann doch ein bisschen was, wenn man das Ganze geschafft hat. Als Wiedergutmachung, als Ausgleich. Ja, wir haben auch gern geholfen, ne? Wir haben zum Problem wieder gelöst hier. Ja, freut euch alle. Amicus Anima. Let us go. I wish to feel the road beneath my hooves. Taste the fresh grass. Cool, da sind verschimmelte Sachen dabei. Nee, komm schon. Nee, Loot tut halt gut, ne? Da steht überall Fässchen rum, ne? Könnt ihr an allem vorbeilaufen, aber... Schau mal, eine Wasserflasche. Die waren im Moment gegen Vettel ganz gut, ne? Ihr habt viel zu viel Gepäck dabei. Wir wollten das alles transportieren. Ich helfe euch da einfach mal mit. Ne? Ach, hi, Mathis. Wie geht's denn hier, Mathis? Alles klar? I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate, mind. Okay. Alles klar, Mann. Ist okay. Okay, die sind auch alle abfahrtbereit. Ich bin echt gespannt, wie die Geschichte weitergeht. An der Stelle war ich halt noch nicht. Ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und das ist sehr aufregend. Auf positive Art und Weise. Was ist mit dir, kleinem Kerlchen, eigentlich? Wo bist du eigentlich? Warum stehst du denn da noch rum? Auf da rumzustehen und komm hierher. Ah, das macht er nicht. Komm hierher. Wieso nicht erreichbar? Wieso hat diese kleine Figur Wegfindungsprobleme? Das stört mich, dass er mitkommen. Weil du unsichtbar bist, kommst du da nicht hin oder was? Ach, weißt du was, dann bleibst du einfach jetzt da draußen. Himmel, Herrgott. Aaron. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. Und jetzt gibt's aber super Rabatte von dir, ne? Hoffe ich doch mal. Hast du eigentlich wieder... Ja, 32% sogar. Das ist echt gut. Und ist sogar ein bisschen Geld wieder, ne? Alle Waren verkaufen kann ich ihm nicht. Das fangen wir erstmal hier auf dieser Seite an. Was hast du da?
Gott. Meine ganzen Souvenirs aus dem Goblin-Lager werden jetzt mal verkauft hier fröhlich. Was hast du denn an magischen Kram da? Nichts, was mich jetzt abholt, ne? Nee. May you keep balance. Das hat mein Inventarproblem noch lange nicht gelöst. Du hast da die Spinnenrüstung drin, ne? Mach mal das aus dem Waren bitte raus. Ja, das, was ich da habe, ist tatsächlich besser. Aber ich halte sie ja mal im Inventar. Irgendwie finde ich die cool. Weiter geht's. Ach, schau mal, Monsignor ist ja immer noch der seltsame Ochse. Als einziger. Neue Gesprächsoption. Das ist doch sehr auffällig. Guckt der jetzt auch noch in der Schmiede oder so woanders? Doch, ja, tatsächlich. Ich habe nämlich auch nochmal so ein komisches Schmiedestahl, aber das wird jetzt uns wahrscheinlich nicht viel bringen. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. Alles gut, Mann. I wish I had better, but this is all I have. Ja, ja, ist ja gut, das sagst du jedes Mal. Alles cool, Mann. Yes. My face protects me. %32. Superb. Wie viel von diesen Wurfsperren haben wir eigentlich? Die setzen wir nie ein, ne? Die schläft schon eine ganze Wurfsperrarmee mit sich rum. So. Alle Waren verkaufen. Das geht sogar. Pam. Yippie. Hallo, übersichtlicheres Inventar. Du bist mein Freund. Ich habe so ein paar coole Sachen, die ich einfach nicht hergeben will. Ne? Das ist einfach so. Ich könnte. Ah, Schriftrolle des Fluchbrechens. Ja, guck mal, ich habe eine Schriftrolle des Fluchbrechens zum Bleistift. Ups. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Yes, Mann, noch einen weiteren Rucksack. Wie geil ist das denn? Und noch ein Rucksack. Haha. Ich nehme den jetzt weg. Das ganze Hexengedöns, das kann ich auch nicht gebrauchen. Für nächsten wieder nichts.
Who do I pray to for a real forge? I wish I had better, but this is all I have. Ja, ist ja gut. Wits and blades, always sharp. Ja, ich will einen Bogen lassen. Finde ich besser. Wir sind ins Inventar losgeworden. Das war das Wichtigste. Hier ist ein Brustpanzer plus 1 drin. Ich hab Lust, mal was zu klauen. Man braucht's eh nicht. Die gehen jetzt eh gleich alle. Könntest du vielleicht an deinen Amboss gehen? Sinn. Lalalala. Wir waren es auf jeden Fall nicht. Wir waren schon lange weg, als es passiert ist. Mal gucken, was das kann. Kühn gefertigte Stiefel bringen gar nichts. Das ist ein einfacher Brustpanzer plus 1. Okay, du erleidest ein weniger Stichschaden, wenn man den anzieht. Rüstungsklasse 15. Mhm. Gut. Hätte ich nicht mal klauen brauchen. Ist immerhin ein bisschen was wert. Never wanted the easy path. Ach, da drin waren wir ja eigentlich auch nicht, ne? Ich weiß nur nicht, ob da nochmal die Wachen kommen. Das will ich jetzt nicht riskieren, weil noch sind sie ja nicht ganz geflohen. Also von daher machen wir jetzt das, was im Betreff mal langsam steht, ne? Hätte ich mal behauptet. Die Flüchtlinge gerettet und jetzt wollen wir mal da runtergehen, den Druiden noch. Mal schauen, was da jetzt gleich passiert. Also wenn dieses Kerlchen den Weg nicht zurücknehmen darf, dann kann ich ihn auch auflösen, ne? Let's go. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay,
but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Helsin. Soll ich petzen? Ihr werdet genug mit ihr zu tun haben. Sie zeigt großen Mut, um es mir letzte zu formulieren. She shows great insolence. But time will humble her. And the Grove still needs her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Mein Problem, ich brauche Hilfe. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. They are our guests until they wish to leave, as I said the day they arrived. They blinded you to truth. Outsiders bring something's on my mind. Peace. Enjoy it while it lasts. Oh, das ist jetzt ein bisschen zickig, hm? Wir müssen Wrath finden. Na dann. On my way. Ach, da ist er. You've done it. You brought Halsin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Halb zu wild, ich bin froh, dass Halsin sicher ist. Sicherheit ist. The Grove will be whole again. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Okay. Wir haben die Rune des Wolfes gefunden, okay? It might be time for another. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. If you'd been up to Cork, they would never have been here at all. Ich frag mich nochmal, wo das war. In einem dieser Räume irgendwo oder im Hinterraum. Ah ja, hier. I wish I had a bag of holding. Ja,
Und jetzt? Dürfen uns jetzt hier einfach... Ah ja, jetzt ist jetzt ja, tatsächlich ja Spinnennetz. Okay, das haben wir schon aufheben zum Waren hinzufügen. Oh Gott im Himmel, Leute, jetzt heißt es noch mehr Loot. Aber immerhin, wir haben das geschafft. Aufheben zum Waren hinzufügen. Lalalala. Hoffentlich finden wir da noch irgendwas Sinnvolles. Jetzt müssen wir das Zeug auch nicht alles klauen, nicht wahr? Irgendeine Markierung haben, wenn man die schon gelesen hat. Finde ich persönlich. Also ins Tagebuch Teil 1, okay? Wahnsinn. Was gruscht. Eigentlich Zeitverschwendung, dieses ganze Geklicker. So weit, so gut, ne? Ja. Dann haben wir hier schon mal alles ausgeräumt. Diese Giftwolken. Was soll das jetzt gewesen sein? Das war unsere großartige Belohnung. Bin ich jetzt gaga? Jetzt kommen wir wieder da hinten raus. Ja, genau. Wow. Bin fast schon, würde ich sagen, ja. Mh. Bitte lauft auf ausnahmsweise nicht da rein. Okay, vielleicht nicht so begeisternd, weil ich ja, ne, Kirchendingens. Da schon mal Sachen ein bisschen weggeräumt habe. I was worried I'd never see Master Halsin again. You kept your word. Thank you. So am Ende Vergnügen, ein paar Goblinköpfe einzuschlagen. Well, you certainly took out more than your fair share. But here, to mend any hurts. Wir haben nochmal einen Beutel bekommen. Mhm. Ein Apfel. Mhm. Und Wermut. Okay. Okay, cool. Wow. Denke ich. Irgendwie so.
Immer noch ein Inventar aus der Hölle. Alles der Chef, das ganze Geld. Gut. Ja, das ist doch schon ordentlich. 5.261 insgesamt. Das ist nicht gerade wenig, was wir uns da jetzt zusammen... Da darfst du dir aber nichts rausnehmen. Das ist in ihre Gemächer, okay. Seems simple enough. Swift as my feet can carry me. Da ist immer noch dieses Fragezeichen drauf. Gott bin ich. Oh yeah. Well, well, what have we here? Aha. Jetzt wird's interessant. Na also, zum Glück, er hat noch gesagt, bis alle ganz, ganz doll, bis alles ganz doll leuchtet, wollen wir die Wendeltreppe runtergehen. Da werden wir jetzt getötet. So, aha, was für ein interessantes und schönes Versteck ihr da habt. Na also, da gibt's ja wenigstens so ein bisschen was Interessantes, aufheben zum Waren zu hinzufügen. Holzkiste. Drang des Sprechens mit Tieren kriegst du mal. Den großen fetten Heiltrank kriegst du mal. Die zwei Heiltränke kriegt sie mal. Wunderbar. Ah, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Elixier der Giftresistenz bekommst du mal. Was haben wir hier? Schlangenzahntoxin. Das bekomme ich mal. Dann haben wir nochmal ein Viverngift. Das darfst du nehmen. Was haben wir hier nochmal? Und ein Gegengift. Das darfst du haben. So. Einfach mal randomisiert verdrehen. So, 3D-Kugel. Die Kugel, die könntest du vielleicht lernen. Das nimmst du. Der Rest hier kann zu den Waren hinzugefügt werden. Ja. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch alles gibt. Also hier gucke ich mir auch mal die Vasen durch, aber die sind wirklich meistens eher nix. Okay. Da liegt gleich was. Ich sehe es schon liegen. So ist nicht. Keine Sorge. Keine Panik kriegen. So. Und einfach rausklicken und die Fensterchen schließen sich alle. Das ist schon mal cool. Aufheben sind Waren hinzufügen. Aufheben. Was haben wir denn hier? Eine Robe des Sommers. Rüstungsklasse 10. Gewährt Resistenz gegen Kälteschaden. Einfach mal so. Was ist die Story? Kala, guck mal hier, du hast eine Barbaren, ja, genau. Schau mal hier, jetzt hast du so eine wunderhübsche Robe, es passt so eine Barbaren, null, aber gegen Kälteschaden geschützt. Traumhaft, ja, guck mal, da tanzt sie oben drauf, yeah, da geht's so richtig ab jetzt hier. Kummer heißt die Waffe. Sonst noch irgendwas? Da ist eine Druiden-Notiz, okay. Lesen. Here we go. Okay. Komm mal her. If the Druid's notebook mentioned, its owner thought it was cursed. Was heißt denn hier verflucht? Schauen wir uns mal erstmal die Kiste an. Die ist schon mal, die leuchtet schon mal blau. Die macht auf jeden Fall schon mal mehr Schaden als der Glaubensbrecher. Es ist eine Kleve. Ja, die ist zweihändig und extra Reichweite. Das ist einfach weitreichend. Sie macht schon mal plus 1 und sie hat einen schmerzhaften Peitschenhieb. Verwandlungszaubertrick. 5 bis 8 Schaden. Ziehe die Kreatur um 3 Meter an dich heran. Das Ziel kann nicht gezogen werden, wenn es riesig ist. Okay, das als Bonusaktion kommt das on top. Mhm.
Man muss sie aber zweihändig führen. Die ist nicht vielseitig. Okay. Oh, I could go for a good meal. Ja, ich habe auch gerade Hunger gekriegt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt pack ich mal da in deinen Rucksack neu. Ah, schon noch ein Teddy dabei, ja. Ja, das ist, bringt nichts. Bei ihr so richtig. Jetzt gucken wir bei ihm nochmal. Der müsste ja mit sowas umgehen können. Ja. Verliert dann aber seinen komischen Stab der Munen. Mam, mam, mam. So eine schöne Klebe und ich kann nicht wirklich was mit anfangen. Das ist echt ärgerlich. Was hast du noch? Wappnen kannst du dich auch. Macht Hiebschaden, ne? Aber ich kann nicht als Zwerg mit einer Klebe rumlaufen. Das verstößt gegen so vieles. Wir werden als nächstes lagern, aber nicht mehr in dieser Folge. Die ist schon viel zu lange und ja, an Spannung kaum zu überbieten. Aber das ist halt Baldur's Gate 3. Man ist halt viel mit einer Gruppe unterwegs. Und man muss halt schon sich ein bisschen umgucken dürfen wollen. Ne? Wir gehen jetzt hier nochmal raus, damit wir das nicht vergessen am Schluss. Warte mal, ich drücke nochmal kurz die Alt-Taste, ne, dass ich mal wieder legendär irgendwas hier übersehen habe. Ne, es war diese Klebe. Die verfluchte Klebe. Ich weiß gar nicht, was man mit den ganzen magischen Gegenständen in dem Spiel machen soll. Ich meine, ich habe noch andere Helden, ne, die auch vielleicht eine Ausrüstung brauchen. Deswegen will ich auch noch nicht alles immer gleich verkaufen oder so. Ne? Das ist nicht immer meine Hauptintention. Ihr müsst doch ein bisschen angepisst sein hier. I have something to ask. Ja, ich rede mal mit ihm kurz. A piece is returning to the grove. Die linke Nummer, jetzt gehe ich wieder da hinten hin und hat ihm vorher die Sachen verkauft. Muss jetzt aufpassen, dass ich ihm nicht die Sachen verkaufe, die jetzt ich da gestohlen habe. Ne? Das wäre jetzt ein bisschen, also mir ausgeliehen habe, die bringe ich ja wieder zurück. Aber der hat wenigstens so ein bisschen Geld. Who do I pray to for a real forge? I wish I had better, but this is all I have. No rest for the wicked, I think. Du hast keine mehr, du hast keine mehr, du hast keine mehr. Was passiert, wenn ich das mache? Nix. Nix. Es überrascht mich. Es war doch in deiner Truhe rumgelegen, Freund. Okay. Dann nicht. Okay. May Tamora's luck twist your way. Und da wünsche ich mir noch viel Glück. Super. Hast du vergessen, dass es da drin rumlag, ne? Das passiert, wenn man da so lange rumsteht. Jetzt kann man hier eigentlich, ja, man kann hier wirklich alles durchwühlen. Ne? Es ist eigentlich alles jetzt frei zur Verfügung. Die sind alle weggegangen. Du hast die ganzen Kisten hier plötzlich für dich. Also wenn man das möchte. Ja, da sind tausend so Kleinigkeiten kruscht. Ja, hier liegt auch noch Armbrüste rum und so ein Zeug. Bierkrüge.
Nochmal ein Äpfelchen. Ach komm schon. Whatever comes, I'm ready. Let's pop you open, shall we? Ja, ja. Notizen der Wahrsagerin. Wenn das jetzt nichts bringt, bringt nichts. Wenn die echt die ganzen Sachen noch durchliest, die da so rumlümmeln, da bist du ja Stunden beschäftigt. Stunden. Oh, das gilt aber jetzt noch als Diebstahl, okay, das ist interessant. Das ist ja lustig. Manche Sachen sind nicht mehr als Diebstahl deklariert und manche Sachen schon. Faszinierend. Ah ne, das ist ja dieser komische Händler-Dude. War in seinem Raum noch irgendwas Wichtiges? Ich weiß es nicht. Ja, ich vergesse das nachher sonst. Ich will das jetzt einfach abgeschlossen wissen. Ist halt niemand mehr da, ne? Wer soll mich hier beim Clown erwischen, ne? Frage ich mich. Da ist eine abgeschlossene Holztruhe da oben. Jetzt auch nochmal irgendwo raus. Wir wechseln nochmal kurz die Handschuhe, sicher. Wir wechseln kurz die Handschuhe. So abmühen, das gibt's ja wohl nicht. Das haben sie uns dann auch nicht gegeben, auf gar keinen Fall. Aber irgend so einen ganz coolen Wolf, der sich dreht, um eine Klebe zu bekommen, mir nichts bringt. Also mir nichts bringt. Das war dann, ja, cool. Lass nicht hier alles zurück, aber okay. Stehlen. Und die Klinge, die lasse ich jetzt da. Obwohl. Okay. With haste. Da ist jetzt auch nichts mehr. Dann geh ich mal die Pseudotreppe da hoch. Eigentlich wollte ich da nicht hochlaufen, ne? Ah, da werden wir von hinten auch in die Zuflucht reingeraten. Heiliges Wasser. 3D6 Gleisen. Diese Flasche explodiert beim Auftreffen und für. Oh. Aufheben. Und ich bin Matsch im Köpfchen. Ed langt.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich trotzdem freuen über ein Like und ein Abo, auch wenn die Folge so mega lang ist. Ihr werdet jetzt feststellen, ein oder zwei maximal pro Woche kommen, aufgrund der Folgenlänge einfach auch. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie ich am besten weitermache. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr am besten fänden würdet, was man als nächstes machen sollte. Und dementsprechend handle ich vielleicht auch dann. Oder ich mache es irgendwie, wo ich denke, wo ich noch was übersehen habe. Ansonsten halte ich mich natürlich an den Quests, die uns da jetzt noch gegeben worden sind. Hier natürlich, ne, wo wir als nächstes hingehen sollten. Ne? Oder hier über die Karte. Oh, scusi. Muss ich mal jetzt mich entscheiden, wo es als nächstes hingeht. Wir haben sehr viele Aufgaben auch gelöst, das muss man auch dazu sagen. Hier gibt es jetzt noch, ne, die Githyanki-Krippe, die wir finden sollen. Hier gibt es einen Goblin-Geheimvorrat wohl anscheinend, die wir noch nicht gefunden haben. Da könnten wir auch noch hingehen. Das sind so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wo wir noch als nächstes hingehen sollten. Das würde ich schon gerne nochmal rausfinden hier unten. Und dann vielleicht machen wir als nächstes, ja, was machen wir als nächstes? Als nächstes gehen wir irgendwie da oben lang. Ne? Mal gucken. Am Goblin-Lager nochmal vorbeischauen. Ich meine, guck mal hier, Leute, hier sind wir auch noch nicht lang gelatscht, ne? So richtig. Da war ja diese Söldner und sowas. Da gibt es ja auch noch vielleicht eine Ecke, wo wir als nächstes hingehen möchten. Auf jeden Fall werden wir am Anfang lagern. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.